Der Springbrunnen am Zwickauer Körnmarkt erstrahlt nach seiner Sanierung in einer nie dagewesenen Schönheit. Die Passanten reiben sich zu Recht die Augen, denn mit dem ursprünglichen Brunnen hat das fertige Ergebnis der Reparaturarbeiten nichts mehr zu tun. Die ausführende Baufirma scheint ihren Fehler bemerkt zu haben, denn sie war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Besucher der Innenstadt scheint das wenig zu kümmern. Sie genießen ihren neuen Kornmarktbrunnen und schlendern durch ein völlig neu gestaltetes Areal. Das ließen die Händler der Hauptstraße nicht lange auf sich sitzen. In einer eilig anberaumten Versammlung der Innenstadthändler wurde eine radikale Umgestaltung der Ladenstraße beschlossen. In einer Nacht- und Nebelaktion bekamen die Häuser neue Fassaden, die wegen der Kürze der Zeit allerdings nur aus angemaltem Gipskarton bestehen. Das Garten- und Friedhofsamt musste seinerseits Höchstleistungen vollbringen. Wo bisher einfache Pflanzkübel standen, ragen jetzt meterhohe Palmen in den Zwickauer Himmel. Möglich wurde das durch eine spezielle Bestrahlung der Bäume, ein Projekt von Studenten der WHZ. Der Zwickauer Bildhauer Joe Harbord steuerte eine passende Plastik bei. Wie lange sich die Landesdirektion das Treiben noch anschaut, ist fraglich. Der Stadtteil Eckersbach hat bereits angekündigt, nachzuziehen. Dort soll, den Straßennamen entsprechend, ein Weltraumbahnhof entstehen.